Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, erst einmal vorneweg, natürlich stimmen auch wir der Überweisung des Antrages in die Ausschüsse zu, sind aber kritisch zu Ihrem Antrag in der Sache. Warum? Ich nenne Ihnen drei Kritikpunkte. Erstens, der Antrag hat aus unserer Sicht eine Schräglage. Das wird daran deutlich, und das haben jetzt meine Vorrednerinnen und mein Vorredner auch schon erwähnt, dass Sie alleinig auf die Eilentscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 16. Oktober 2015 Bezug nehmen. Das Gericht hat in seinem Urteil dem Glücksspielkollegium, also dem Koordinierungsgremium der Bundesländer in der Glücksspielregulierung, eine ausreichende demokratische Legitimation abgesprochen. Das Gericht hat die Übertragung der verbindlichen Entscheidung über die Vergabe der Sportwettenkonzession auf das Glücksspielkollegium als verfassungswidrig angesehen. Aber, das wurde erwähnt, ein paar Tage vorher, ja nur am 25. September 2015, hat das Bayerische Verfassungsgericht genau andersrum geurteilt und hat halt festgestellt, dass die Verfassungskonformität des Glücksspielkollegiums gegeben ist. Zuvor hatten außerdem, Herr Kollege, mehrere Verwaltungsgerichte und auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in seinem Beschluss vom 12. Mai diesen Jahres die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zur Vergabe von Sportwettenkonzessionen bestätigt. Wenn wir also hier in diesem Hause über die Verfassungskonformität des Glücksspielstaatsvertrages debattieren, müssen wir schon alle Urteile, die ergangen sind, mit in Betracht ziehen. Das tun Sie im Antrag nicht. Zumindest die beiden Entscheidungen von Bayern und Hessen, die ja sehr gegensätzlich ausgefallen ist. Und wenn ich mir mal als Nicht-Jurist an dieser Stelle eine Bemerkung erlauben darf, diese beiden Urteile schaffen aus meiner Sicht eher Rechtsunsicherheit als Rechtsklarheit. Und deswegen wäre eine Vorlage beim Bundesverfassungsgericht oder auch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hier wohl wünschenswert. Zweitens, und das hatten wir auch schon thematisiert, ich sage Ihnen, warum diese Eile? Weil die Europäische Kommission hat Deutschland im EU-Pilotverfahren ja einen Fragenkatalog zukommen lassen, der dazu dient, die deutschen Glücksspielregelungen intensiver zu beleuchten und am Ende zu bewerten. Deutschland ist dieser Anfrage durch Mitteilung im Oktober diesen Jahres nachgekommen. Eine Reaktion der Europäischen Kommission auf diesen Antwortkatalog von Deutschland ist mir zumindest nicht bekannt. Warten wir doch erstmal ab, wie sich Brüssel dazu äußert und beziehen das in eine Bewertung der Sachlage mit ein. Und warten wir auch weiterhin ab, was der im Glücksspielstaatsvertrag angelegte Evaluierungsbericht der Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder hervorbringt, denn dazu dient ja schließlich ein Evaluierungsmechanismus, der ja schon im Gesetz implementiert ist. Und lassen Sie uns doch auch in Ruhe die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs abwarten. Es geht dort ja um den Fall einer Frau, einer Wirtin aus dem bayerischen Sonthofen, die in ihrer Sportsbar über einen Spielautomaten Sportwetten eines österreichischen Anbieters vermittelt haben soll, der keine deutsche Lizenz hatte und deswegen vor dem Amtsgericht in Sonthofen steht. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dürfte doch erst in einigen Monaten zu erwarten sein. Also, warum diese Eile? Und drittens, der Bereich Jugend- und Spielerschutz. Sie fordern in Ihrem Antrag den Verzicht auf eine quantitative Begrenzung der Sportwettenkonzession bei gleichzeitiger Erweiterung der Lotterievermittlung. Das erscheint uns doch aus suchtfachlichen Aspekten recht problematisch. Denn wenn wir das tun würden, dann würde es unserer Ansicht nach zu einer über die bisherigen Regelungen hinausgehenden Ausweitung des risikobehafteten Glücksspielangebots kommen. Warum sollten wir das denn bitte tun? Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend gesagt, es besteht aktuell aus unserer Sicht kein Anlass, das Konzept des Glücksspielstaatsvertrags im Ganzen zu hinterfragen. Einige Kritikpunkte an Ihrem Antrag habe ich Ihnen dargelegt und für die anstehende Beratung in den Fachausschüssen mit auf den Weg gegeben. Ich freue mich auf die weitere fachliche Auseinandersetzung und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.